Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Krebse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Wochenlegung für das Horoskop in der Liebe. Wir schauen uns gleich mal an, was hier für Energien nächste Woche auf dich zukommen. Ich wollte mich noch bedanken bei euch für eure Kommentare, für eure Likes, für die ganzen neuen Abonnenten. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Ja, ich rede auch gar nicht viel, ich finde das immer anstrengend, aber ich wollte es einfach gesagt haben. Vergesst auch nicht, schaut euch eure Aszendentlegung auch noch an, wenn ihr wisst, was für einen Aszendenten ihr habt. Ja? Gerade, ich sag mal, im Alter von 30, 35 hat der mehr Bedeutung. Da geht es darum, einfach nochmal mehr, also schöner in die Energien reingehen zu können, ja, wenn ihr das Sonnenzeichen und das Aszendentzeichen einfach mit anschaut. Dieser hat sich gerade umgedreht. Ich mische gleich nochmal. Bringe deine Liebe zum Ausdruck, sei mutig und gehe einen Schritt auf deinen Wunschpartner zu. Ich befürchte, ich muss nicht mischen. Ja. Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. Lieber Krebs, dieses Thema haben wir seit Wochen. Ja. Nicht einen Schritt vor und drei zurück, sondern einen Schritt vor und dort bleiben. Und dann nochmal einen Schritt vor und sich akklimatisieren und wieder einen Schritt weiter nach vorne. Ja? Ich gucke mal, ob noch was anderes kommt. Aber wir gucken mal. Ja? Für die lieben Krebse. Aha, kommt ein bisschen mehr. Die Woche von 31. Mai bis 6.6. Ja, für die Liebe, was kommt hier auf euch zu? Okay, nee, das war's. Ich nehme diese trotzdem als Hauptenergie, weil sie ja ganz, also sofort rausgesprungen ist. Ich habe die Karten gar nicht richtig in der Hand gehabt. Ja. Sei verspielt, sei leicht, sei fröhlich, sei unbeschwert, mach dir keine Gedanken. Nimm das Leben so an, wie es ist, ja? Und genieße die schönen Zeiten, auch wenn du nicht weißt, wie lange sie andauern. Entscheide dich ganz klar, was du willst. Ja? Wenn du eine erfüllende Partnerschaft möchtest, dann musst du deinem Gegenüber zeigen, dass er derjenige ist, den du möchtest. Er kann es nicht riechen, es steht dir nicht auf der Stirn geschrieben, auch wenn es manchmal einfacher wäre, ja, aber entscheide klar, was du willst und bleibe auch bei dieser Entscheidung. Ja? Und dann kannst du das Leben genießen in Flitterwochen, also mit Leichtigkeit auch wieder. Ja? Auch hier genieße die Ekstase eurer festlichen Zeit zusammen. Genieße diese gemeinsame Zeit und entscheide dich auch dafür, dass du das genießt. Ja? Ich glaube, das Größte oder das Schwierigste an einer Beziehung ist, dass man, oder an einer liebevollen Beziehung ist ja, dass man sich jeden Tag neu dafür entscheidet, dass man diese Beziehung liebevoll und aufmerksam leben möchte. Und genau darum geht es, dass du dich jeden Tag neu dafür entscheidest und das dann auch ganz klar kommunizierst an deinen Gegenüber. Ja? Gut. Manchmal weiß man auch nicht hier, aber egal. Gut, wir gucken mal mit dem Tarot, was uns das Tarot hier noch zu sagen hat. 4:04 Uhr, also 4 Minuten, 4 Sekunden, ja. Für die Woche von 31. Mai bis 6.6. Für die Liebe, für die Krebse, in der Liebe, was kommt hier auf euch zu? Ja, schaut mal, genießt das Leben, genießt die Sonnentage, genießt die Leichtigkeit, genießt die Wärme, genießt, umschmeichelt zu werden. Ja. Ich habe hier heute nur Liebesbotschaften. Es kommen leichtere Zeiten, merkt ihr das? Und entscheide dich dafür, die Liebe zu leben. Ja. Ja, du bist sicher.
Du brauchst keine Angst haben, du bist sicher. Du bist gefestigt, du hast alles, was du brauchst, um Liebe leben zu können. Ja, du bist der Künstler deines Lebens. Also du bist derjenige, der entscheidet, wie deine Zukunft aussehen wird. Ja, deine Entscheidungen im Hier und Jetzt. Ja, das ist das hier. Entscheiden darüber, was in der Zukunft sein wird. Ja. Wenn du dich entscheidest dafür, dem anderen zu zeigen, wie sehr er dir am Herzen liegt, dann wirst du das ernten. Ja, du wirst hier eine wunderbare, stabile Partnerschaft bekommen. Wenn du immer einen Schritt zurückgehst und nicht klar bist, dann kannst du natürlich nichts Klares von deinem Gegenüber erwarten. Ja, weil er ja gar nicht weiß, was du denn genau willst, ja, wo du hin willst. Und das ist natürlich dann sehr anstrengend. Jemand, der sagt, ah ja, heute ja, morgen nein. Ja, was denn jetzt? Das macht man dreimal mit, aber beim fünften Mal sagt man auch, ja, du nicht weißt, ob du mit mir zusammen sein willst, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann ist es irgendwie schwer. Auch wenn man den anderen sehr lieb hat, aber dann ist es trotzdem schwer. Du bist sicher, genieße diese Zeit. Ja, sie gibt dir hier auch nochmal Sicherheit. Genieße diese Sommermonate. Ja, und lass diese Schwere, die hinter dir liegt, lass sie los. Ja, bau keine Mauern um dich. Schirme dich nicht ab, sondern genieße dein Leben hier. Lauf nicht vor deinem Leben davon. Ja. Lauf nicht vor deinen Träumen davon, sondern kommuniziere, wo du hin willst. Ja, ist alles möglich, alles. Ja, du wirst siegreich sein. Das wird laufen. Das wird sich toll anfühlen. Ja. Du hast hier alles, was du brauchst. Mit 9 der Münzen bist du völlig ausgestattet und das Ass kommt hier auf dich zu. Dann hast du 10 der Münzen. Du kannst 10 der Münzen leben. Du musst dich nur im Hier und Jetzt dafür entscheiden. Ja? Und jeden Tag aufs Neue auch dafür entscheiden. Und dann musst du natürlich auch einen Schritt weiter gehen. Ja? Und dort auch bleiben und nicht nach links und nach rechts und wieder zurück. Sondern sagen, okay, ich habe mich entschieden, ich mache das. Ich vertraue darauf, dass mein Gefühl richtig ist. Ja. Ich gucke mal, ob noch was kommt, aber ich glaube, das war's. Wäre hier noch was für den Krebs wichtig ist, zu wissen. Sie machen was für den Krebs. Ja, beende das. Ja. Sechs der Schwerter, beende das. Entscheide dich dafür, das zu beenden. Und dann wirst du Stabilität bekommen. Gut, meine Lieben. So, wir gucken für deinen Gegenüber. Auch hier mit den Karten der Liebe, was hier bei ihm los ist, wie bei dir, ja? Wir gucken auch mit diesem Tarot, was hier los ist bei ihm. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss eine Karte vom Tarot klären, dann mache ich das mit den kleinen Nuancen. Und dann schauen wir natürlich auch, wie sich das partnerschaftlich weiterentwickelt zwischen euch beiden mit dem Sexual Magic Tarot. Aber das war eigentlich, also dein Partner hier war immer total toll. Ich bin gespannt, ja, wie es ihm geht, ja, weil ich sag mal, immer vor und zurück und vor und zurück kann eine Partnerschaft auch anstrengen. Ja? Ich bin gespannt. Die Erweiterung des Videos findest du unterhalb in der Infobox. Ja, da verlinke ich das Video und ich freue mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen und falls nicht, freue ich mich, wenn wir uns ganz bald wieder bei YouTube sehen. Bis dahin, meine Lieben.